Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Und es tut mir leid, falls es meine, ich so laut klinge und so nicht, halt nicht so gute Tonqualität. Und das ist nämlich, weil, keine Ahnung, irgendwas mit meinem Mikrofon stimmt nicht. Ich werde das versuchen zu beheben. Oder ich kaufe ein neues. Windows-Ansage könnte es auch bitte schnell sein. Es tut mir auch leid, dass jetzt, in der letzten Zeit nicht so viel OMSI 2 Folgen kamen. Ja. Weil der Bus 118 war ja neu, deswegen wollte ich den mal ein bisschen öfter spielen. Weil er neu war, aber generell finde ich natürlich OMSI 2 viel cooler. Wir fahren jetzt nochmal auf der Karte Projekt, kann ich nicht aussprechen, irgendwo, ich glaube in Polen. Einmal eine Linie noch, die Linie 68. Die geht zwar auch nach Kolyate, weil wir starten von der, glaube ich, von der Nummer von einer anderen Stelle. Und Herr Kollege, könnten aber gern abfahren. So, Cormorano. Cormorano. Cormoran. Ne, komm. 6.46 Uhr. Spur vor. Weil sie so dann weggefahren. Damit wir auch mal gleich hier ein bisschen wieder fahren können, OMSI. Wenn es geladen hat. Ja, es hat geladen. So, ich hoffe, unsere Leute wollen jetzt mitfahren. Ich muss zugeben, ich habe nicht so das Gefühl, dass sie mitfahren wollen, wenn unsere Achso, Fahrziel. Kolyata? 68, oder? Ja, welche Linie hatten wir nochmal? Ich guck mal. Ich beende mal kurz den Fahrplan. Das ist, glaube ich, schon die 68. Ah, nee, nee, nee. Wir fahren immer ganz anders hin. Plack-Rottler 68. Gut. Ja. So, jetzt müssten sie mitfahren wollen, oder? Hallo? Meine nicht sehr verehrten Fahrgäste. Na egal, da fahre ich mal los. Ist mir jetzt auch egal, ich fahre einfach los. Mit Passagiere oder ohne, ist jetzt egal. Okay, rechts abbiegen. Das kann doch ein schönes Thumbnail werden. Wenn ich es nicht vergesse, hinzumachen. Oh, unser Drucker sieht auch nicht mehr so gut aus. Ach, wir fahren ja heute auch noch mit einem anderen Bus. Das ist, glaube ich, der Standardbus, der auch bei der Berliner Karte mitgeliefert wird. Ich wollte jetzt nicht unbedingt noch einen runterladen. Aber ich habe mir mal den Scania Citywide, so heißt er, glaube ich, habe ich mal runtergeladen. Der kommt ja auch in den Bus rein, also der Bus-Simulator, der halt von TML Studios kommt, die auch den Fernbus-Simulator gemacht haben. Auf den bin ich auch sehr gespannt, habe ich ja schon mal in irgendeinem Video gesagt. Und da soll auch der Scania Citywide reinkommen, also der Bus. Und ja, ich dachte, wäre auch mal ganz geil, wenn wir den auch mal fahren können. Ich habe den nämlich schon mal so privat mal gefahren. Den muss man aber auch runterladen, tut mir leid. Aber es ging eigentlich sehr einfach, runterzuladen. So, jetzt bremse ich mal ab. Vollbremsung nicht. Ich muss echt präzise hier fahren. Im Bus 118 war das ja so Kiste vorwärts, Kiste stehen bleiben. Ja, also nicht ganz genau, aber ja, irgendwie schon so ein bisschen. Was ich halt ein bisschen schade fand. Natürlich immer noch finde. Was ist das Problem? So fährt er nicht. Wie bremst das? Habe ich den. Hallo? Was ist das Problem? Also ich kann auf jeden Fall Gas geben, aber irgendwie hat es hier so eine Bremse drin. Irgendwie Tür ist offen, oder?
Ach hier, stimmt. Ich habe F12 gedrückt. Das ist nämlich das die Screenshot-Taste, wo man auf Steam immer Screenshots machen kann. Also in Steam spielen, besser gesagt. Ach, wir müssen das Licht anmachen. Ja, und da ist anscheinend auch so eine Türfreigabetaste oder so. So, lass ich mal unsere Leute hier rein, wenn sie mitfahren wollen. Wäre mal ganz geil, wenn ihr mitfahren wolltet. Meine Fahrgästchen. Na, anscheinend nicht. Dann fahren wir halt mal heute mal ohne Fahrgäste. Also, ich wollte auch nochmal sagen, natürlich nach dieser Karte, also das ist jetzt die letzte Strecke, die ich auf der Karte fahre. Also das letzte Mal auch. Weil wir danach wieder auf einer anderen Karte fahren. Weil ich weiß nicht genau, welche wir fahren können. Es wäre richtig nett von euch, wenn ihr mal in die Kommentare schreiben wollt, was ihr für eine Karte sehen wollt. Dann kann ich mal überlegen, ob ich das mache. Natürlich ist es dann auch immer so ein Ding, ich weiß nicht genau, wer diese kostenlosen Karten runterlädt. Also ich muss dann halt mal gucken. Oder wenn er halt immer was reinschreibt in die Kommentare, dann gucke ich halt mal, was ich für eine Karte nehme. Weil ich habe mehr Karten habe ich sogar gar nicht in meinem... habe ich halt nicht runtergeladen. Und dann haben sie zwei. Also ich hatte schon mal versucht, andere Karten runterzuladen. Weil dafür braucht man dann irgendwie noch Zusatzzeug. Und zum Beispiel für eine Karte, das kann ich euch schon mal verraten, die heißt Waldhofen, glaube ich, die ist kostenlos. Und dafür brauchte man das kostenpflichtige Add-on oder halt DLC oder halt Karte eben, Hamburg Tag und Nacht. Aber ich habe Hamburg Hafen City, das ist halt so ein bisschen blöd. Aber wenn man halt dieses Hamburg Tag und Nacht kauft, dann hat man halt noch zwei Strecken mehr und eine neue Karte. Also das ist schon geil. Ich werde mir die vielleicht kaufen, dann kann ich Hamburg Tag und Nacht zeigen und noch Waldhofen. Das wäre gar nicht so schlecht. Aber müssen wir halt sehen. Ich bin hier glaube ich richtig, oder? Ja. Hoffe ich natürlich. Aber ja, ist schon sehr eindeutig, dass ich richtig bin. So, fahren wieder weiter. Was ist eigentlich euer Problem? Wieso wollt ihr nicht mitfahren? Ich muss vielleicht noch irgendwas andrücken oder so. Ich habe keine Ahnung. Bus reparieren. Na egal, ich fahre mal los. Wenn ihr nicht mitfahren wollt, dann ist es euer Pech. Steht nämlich vorne drauf. Raum C2 ist halt nicht so simpel wie der Bussimulator 18. Also nicht so einfach wie der. Das finde ich aber auch sehr gut. Denn simple Bussimulationen sind ja eher was für Anfänger. Weil ich bin meiner Meinung nach schon wirklich fortgeschrittener. Also in Bussimulationen, weil ich habe schon sehr viele getestet. Ich bin auch Fan von Bussimulationen. Und ja, OMSI 2, da bin ich jetzt auch schon total eingelebt, sozusagen in dieser Simulation. Und deswegen ist das halt so ein bisschen Babykram manchmal auch Bussimulator 18. Also nein, ich will jetzt nicht sagen, dass Bussimulator 18 Babykram ist. Aber ich will sagen, das ist halt nicht so für die Fortgeschrittenen, die eine perfekte Simulation, die total viel Realität mitbringt, dann ist der Bussimulator 18 falsch für einen zu kaufen, finde ich. Natürlich bin ich jetzt eigentlich auch schon fortgeschritten, aber ich will es euch natürlich auch auf dem, es ist zu dunkel, ist kaputt, wir wollen mitfahren, auf dem Kanal Hallo. Zeigen. Und Dunkeln ist gut munkeln, ich finde es halt auch ganz geil, wenn man mal so einen coolen, witzigen Simulation hat. Aber natürlich ist es keine Langzeit-Simulation. Der Bussimulator 18 meine ich jetzt. Da bin ich schon sehr gespannt auf den Bus, habe ich ja auch schon oft gesagt. Aber wir fahren jetzt lieber mal weiter.
dürfen wir nur 40 fahren. Dachte ich nicht. Na doch. Es wird schon irgendeinen Grund haben, dass wir hier nur so langsam fahren dürfen. Aber guckt mal, da kann man auch schön rumdriften. Ja, mit dem Bus natürlich. Bitte redet nicht irgend so ein Zeug. Meine Passagiere. Hier ist wirklich eine brenzlige Stelle. Da bin ich auch schon oft lang gefahren. Also ist, glaube ich, doch gar nicht so anders von den Strecken her, meine ich. Natürlich sind also andere Haltestellen auch meistens dazwischen. Und die Haltestelle kenne ich. Ich kenne die Gegend ja eigentlich auch schon, wo ich jetzt gerade fahre. Also ist jetzt nichts besonders Neues. Natürlich andere Haltestellen. Anfahrung. Ja, so nenne ich es mal so. Anderen Fahrplan halt. So, und ich wollte euch nochmal eine Information geben. Das werde ich jetzt wahrscheinlich in jedem Video, das vor den Sommerferien, wo ich jetzt verreise, für 2 Wochen, werde ich das jetzt sagen. Damit ihr auch wirklich Bescheid wisst, wenn ihr jetzt zum Beispiel jemand das Open 2 Video sehen will und keine Little Nightmares oder andere Videos halt, dann sage ich halt in jedem Video einfach mal. Also ich fahre am Freitag, nächsten Freitag jetzt, fahre ich in Urlaub nach Frankreich für 2 Wochen. Also das heißt, ich glaube nächste Woche Freitag oder Samstag oder so, keine Ahnung, oder Donnerstag, ich weiß nicht genau wann das nochmal war, komme ich wieder zurück und mache dann wieder Videos. Deswegen werde ich jetzt auch wahrscheinlich in den nächsten 2 Tagen vorproduzieren. Am Freitag werden auch noch Videos kommen wahrscheinlich, aber nicht so viele, vielleicht 2 oder so. Oder 1, ich weiß es nicht. Weil da muss ich auch noch packen und das ganze Zeug halt. Wisst ihr ja schon, was man so alles machen muss, wenn man verreist. Aber ich werde auch nicht gar kein Video machen, also wenn ich weg bin. Ich werde vielleicht mal, da könnt ihr schon vielleicht drauf gespannt sein. Ich werde vielleicht ein Vlog machen, habe ich ja schon mal gemacht. Von Italien. Was rede ich denn? Von Schottland. Da war ich auch mal, da habe ich auch mal ein Vlog gemacht. Und vielleicht mache ich ein Video. Das ist aber nicht 100%. Also, das kann sich alles mal ändern. Das ist ja auch mein... Das ist ja sozusagen auch einfach mal frei. Und es sind ja auch Ferien. Und da möchte ich mich jetzt nicht zwingend... möchte ich nicht zwingend einen Vlog machen. Aber ich werde wahrscheinlich einen machen für euch. Hallo. Und vielleicht Handyvideos noch so, wo ich irgendwas auf dem Handy spiele oder so. Zwischendurch mal. Aber es kommt halt kein Omni 2 oder keine Bussimulation. Vielleicht auf dem Handy Bussimulator oder so. Irgend so ein Handy-Simulationszeug halt. Ja, wisst ihr schon. Irgendwie sowas halt. Aber ja. Sehen wir dann mal. Also es tut mir natürlich leid, dass so lange keine... Ich nehme mal Zeichen richtige Videos, also ja, es sind eigentlich schon Videos, richtige Videos, wenn ich ein Vlog mache, aber so Handy-Videos, ja, das ist halt so hin und her. Es kommt halt auch auf meinem Kanal eigentlich über so irgendwelche Bus-Simulationen oder Euro-Truck-Simulator. Das kann ich jetzt, das ändert sich aber natürlich immer, je nachdem, was ich für ein Spiel spiele. Also, der Grundaufbau dieses Kanals sind eher Simulationen. Ja, das wollte ich einfach mal sagen. Es gibt ja auch, glaube ich, irgendwie so einen LKW-Simulator auf dem Handy. Die können wir vielleicht auch mal ausprobieren, wenn das alles bei meinem Handy so funktioniert, wie ich das möchte. So, lassen wir den nächsten Passagiere rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir noch fahren müssen. Das ist jetzt hier Mate Yik. Nee, wie heißt? Mate Yiki. Ach, wir sind ja schon fast da hier. Toll. So geht das auch. Wenn wir einfach gleich da ankommen.
Level wieder jemand raus. Aber es ist ja, glaube ich, auch die Endhaltestelle. Ja, da kann ich wieder meckern. Ja, ihr dürft nämlich nicht, ihr müsst, besser gesagt, bei der Endhaltestelle drücken. Weil es ja eh die Endhaltestelle, müssen ja eh alle aussteigen. So. Hier war ich doch echt noch nicht. Ganz gut, wenn wir was Neues sehen. Aber wie gesagt, wir werden uns halt mal eine neue Karte anschauen. Die ist zum Beispiel auch kostenlos, kann sich jeder runterladen. Vom Omsi-Form. Da muss man halt ein bisschen gucken, wie das geht, weil es ist schon ein bisschen schwer, die Karten runterzuladen, muss ich sagen. Da muss man halt ein bisschen rumprobieren. Da muss man sich auf jeden Fall ein Tutorial ansehen. Man kann die nicht einfach zack, boom, runterladen, dann sind die da. Ja, muss ja noch irgendwie verschiedene Ordner, verschiedene andere Ordner im Omsi-Verzeichnis im Editor irgendwie reinziehen oder so, habe ich schon geschafft bei dieser Karte. Also im Grundprinzip weiß ich ja eigentlich, wie man die Karten runterlädt. Also dann kriege ich es im Endeffekt doch nicht hin. Also da, das ist schon was Glückliches, dass ich das jetzt hier geschafft habe. Raus oder da hinten? Ich weiß es nicht. Ach, hier glaube ich auch. Okay, alles ist okay, steht jetzt hier. Also von der Pünktlichkeit. Naja. Ja, wir haben auch perfekt geparkt. Naja, nicht so wirklich. Wir fahren mal lieber zu der Abfahrt rüber. So, hier beende ich dann diese Omsi-2-Reihe von Projekt, kann ich nicht aussprechen. Ihr wisst es schon, steht hier wahrscheinlich im Titel. Dann gucke ich halt, was ich sonst noch so für Karten machen kann. Und ab Samstag kommen dann keine Omsi-Videos, keine Ahnung. Aber dann natürlich dann wieder nach 2 Wochen, ist ja klar. Gut, ich hoffe, ihr habt das alles gut verstanden. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann wenn das natürlich gerne ein Like da. Ist aber nicht zwingend, natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.